Hallo zusammen. Heute hatte ich ein Öffnungsthema. Also das heisst, ich hatte eine freie Wahl, über was ich jetzt heute predige. Das ist manchmal auch nicht ganz so einfach, weil man dann so, das könnte man, das. Aber irgendwie habe ich es dann schlussendlich aufs Herz bekommen, eigentlich einfach nochmal weiterzumachen in dieser Serie, wo wir schon drin waren. Wir waren in der Serie «Herr, lehre uns beten», wo wir das Vaterunser so vertieft miteinander angeschaut haben. Und wir lesen ja das Vaterunser eigentlich meistens im Matthäus-Evangelium. Das ist so die Version, die uns am geläufigsten ist. Und viele wissen das vielleicht, dass auch im Lukas-Evangelium das Vaterunser vorkommt. Dort ist also die Stelle, wo die Jünger Jesus fragen, Herr, lehre uns beten. Und es kommt dann dort ein bisschen kürzer. Dafür geht es nach dem Vaterunser gerade noch weiter. Und das lesen wir gerade miteinander aus dem Lukas 11, Vers 5. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, also immer noch so bei dem Lehren vom Wir beten, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Und wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, danke Jesus, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also es sind wie so, der Text, vielleicht habt ihr es gemerkt, sind wie so drei Teile, die drin vorkommen, aber alle sagen etwa das Gleiche. Oder zuerst das mit dem guten Freund, der so in der Nacht kommt und nerven, dann die Aussage, bittet und es wird euch gegeben werden. Und dann das mit dem Vater. Und alle von diesen drei Abschnitten so quasi sagen eigentlich das Gleiche aus, dass wir mit unseren Anliegen, mit den Sachen, die wir haben, zu Gott sollen gehen. Jetzt haben wir aber ja vorher das Vaterunser gehabt. Und da haben wir irgendwo auch gemerkt, dass dort Aussagen drin sind wie dein Reich komme, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und nicht das Boot, oder die sich erinnern mit dem Dani und seinem Sohn. Und irgendwie mutet dann die Verse in diesem Zusammenhang fast ein bisschen gegensätzlich an. Es gibt so ein bisschen eine Spannung. Ja, was sollen wir jetzt da machen? Sollen wir jetzt wirklich für unsere Sachen beten oder immer nur so, hey, aber wenn es dein Willen ist oder nicht? Und ich glaube, wir dürfen, ja, also es ist irgendwie wichtig, dass man die grosse Perspektive beibehalten, aber Jesus macht auch einen sehr deutlichen Punkt, dass wir mit all unseren Anliegen zu Gott gehen dürfen. Und er macht den Punkt dreimal hintereinander mit verschiedenen Aussagen. Wir gehen das nochmal kurz ein bisschen durch, oder? Der erste Abstand ist so der Abschnitt ist der mit dem mühsamen Nachbar, der Stürmi, könnte man sagen, oder? So ein richtiger Stürmi hat irgendwie Besuch bekommen, spät am Abend und war nicht vorbereitet, hat nichts gehabt. Und in der damaligen Zeit, Gastfreundschaft war wirklich, wirklich hochgeschrieben. Und wenn du nichts gehabt hast, dann war das fast eine Schande gewesen. Und in seiner Not geht er zum Nachbarn, klopft bei dem, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Und der sagt, hey, weißt du was, sicher nicht um diese Zeit, so wie es jeder gute Schweizer auch machen, oder? Aber der Punkt, wie Jesus macht, ist, schlussendlich, er wird es schließlich tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Also einfach nur, weil der andere mühsam ist,
nervt und kommt. Und wenn man es wortwörtlich würde übersetzen, das, was dort, wo jetzt da übersetzt ist, mit keine Ruhe lassen, wortwörtlich würde es heissen, wegen seiner Unverschämtheit, wegen seiner Hartnäckigkeit, weil es so ein mühsamer Keib eben war. Oder? Und eben, das ist absolut nicht schweizerisch, oder? Wir würden lieber allein in unserer Wohnung sterben, als nach dem 11 Uhr noch irgendwie bei einem Nachbarn zu läuten oder irgendwie klopfen, weil das machst du einfach nicht, egal wie es da geht, oder? Aber andere Kulturen, die haben da ein bisschen andere Hemmungen. Wir haben zum Beispiel mal einen Nachbar gehabt, der hat damals zu mir gekommen, um auf seinen Einbürgerungstest zu lernen. Und also der ist mehrmals auch um 11:30 in der Nacht dann noch klopfen oder Leute kommen und hat gefragt, ob ich noch mit dem ein bisschen lernen kann. Und bei diesen Sachen, die Erfahrung zeigt, auch wenn es mühsam ist, oder eben die mühsamen Leute, die kommen dann eben häufig über, was sie möchten. Und auch ich habe mich dann amigs erbarmt und wieder die Zeit noch gelernt, aber ich bin eh noch wach. Also aufgestanden wäre ich nicht mehr für das. Aber was möchte Jesus mit dem für eine Aussage machen? Eigentlich pretty simple. Bring deine Anliegen zu Gott. Und er scheint da zu sagen, dass es sein kann, dass Gott dir gibt, obwohl er es vielleicht nicht vorgehabt hat, einfach nur, weil du vielleicht mühsam bist. Einfach nur, weil du vielleicht dich getraut hast, zu fragen, weil du hartnäckig bist und nicht aufgibst. Und er sagt eigentlich, hey, bei Gott darfst du ein Stürmi sein. Darfst du jemand sein, der mühsam immer wieder geht, fragen und dranbleibt, auch wenn es irgendwie vielleicht unpassend ist. Und dann im Vers 9 geht es nochmal ganz ähnlich. Der Punkt, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird geöffnet. Und auch da, Jesus sagt, hey, mach mit Gott das, wo du vielleicht einen Schuss machst, wenn du irgendwo in der Not bist und in einer schwierigen Situation bist, bitte, formulier dein Anliegen. Sag ihm, was Sache ist, was du brauchst, was dir wichtig ist, was dir helfen wird. Dann such dir die Hilfe und such sie dir dort, wo du sie auch wirklich rüberkommst, bei ihm. Bist dir nicht schade, um ihn zu fragen, um Hilfe, um dich an ihn zu wenden und dann klopf an. Und mit klopf an meint er vielleicht, hey, verschaff dir Aufmerksamkeit bei ihm. Lass ihm keine Ruhe. Bis nachdrücklich. Geh wirklich klopfen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen mühsam ist. Und allem in allem kann man sagen, hey, bist aktiv, wenn da Sachen sind in deinem Leben, wo du Gott brauchst. Und er sagt, bist aktiv und nicht passiv. Das Passive, das Gegenteil wäre, hey, frag lieber nicht, er weiß es doch eh schon. Warte erst mal ab, vielleicht macht er es ja von sich aus. Schau doch zuerst, ob er den ersten Schritt macht und wenn dann nicht, dann kannst du dann immer noch oder so. Das wäre das Passive. Und Jesus sagt da ganz etwas anderes und dreimal hintereinander, wird aktiv. Und Zeitform im Griechischen, jetzt gerade bei bittet und es wird euch gegeben, die kann man nicht so einfach ins Heute übertragen, aber was die eigentlich impliziert ist, hey, das ist nicht einfach etwas, was du einmal machst, sondern etwas, was eben immer wieder ist. Wo immer wieder dran ist. Also das Klopfen. Hallo, Gott. Da ist etwas. Und nicht einfach so, ah, okay, nicht gehört. Also gut, sorry, gell, dass ich gefragt habe. Und wieder weg. Wir sollen dranbleiben. Und in dem Sinne, was Jesus da lernt, ist, theologisch kann man sagen, ist das Bittgebet. Das Gebet, wo man zu Gott geht und ihn um etwas bittet. Es gibt noch eine zweite Form davon, das ist die Fürbitte. Das ist dort, wenn man für jemand anders einsteht und für jemand anders betet. Und das ist eine Art klassischer Ausdruck und doch, manchmal ist das die geläufigste Art und Weise von Beten, die man kennt, oder? Der eine der Leute ist das manchmal zuvorderst, oder jetzt gerade bei Kindern ist das ganz extrem. Ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern manchmal ist, wenn sie beten. Aber so, wie ich das manchmal mitbekomme, ich habe jetzt nicht eigene Kinder, ich kann es nicht aus Erfahrung sagen, aber so aus meinen Zeiten, so Jugendarbeit und so weiter. Oder wenn ich mich zurückerinnere, wie ich früher gebetet habe, dann ist so, bitte Gott, schau, dass kein Einbrecher kommt und dass Mami und Papi nichts Böses passiert und für gute Noten in der Schule und bitte, 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 bitte und all die verschiedenen Anliegen. Und dann ist es aber manchmal so, dass sich mit dem Alter dass sich ein bisschen ändert. Oder wir werden ja reifer, älter. Und wir merken irgendwann, dass so die Erfolgsquote eigentlich ziemlich tief ist. Oder dann eh nicht passiert wäre. Vielleicht hat die Chance, dass ein Eintritt nicht sehr tief ist. Und dann kann es manchmal
auch kippen. Und es wird plötzlich so ein bisschen zu einer frustrierenden Art und Weise zu beten. Und vielleicht kommen dann je nach Situation oder je nach Gottesbild, wo wir haben, kommen plötzlich auch noch so ein paar theologische Schwierigkeiten dazu, also ein paar Fragen, die wir uns stellen. Hey, wie passt denn das zusammen mit einem Gott, der ja eh schon alles weiß? Warum muss ich es ihm dann noch sagen? Oder wenn er doch eh schon einen Plan hat, der feststeht für mein Leben, warum sollte ich denn jetzt noch für etwas beten? Und dann fragt man sich vielleicht plötzlich auch, ja, ist denn das jetzt nur so alibimässig, um irgendwie ein bisschen in der Beziehung mit Gott zu bleiben? Und braucht es es eigentlich gar nicht oder braucht es Gott nicht? Oder und dann kann es manchmal schon schwierig werden. Und dann weiss man plötzlich vielleicht auch nicht mehr so, wie will ich jetzt das wirklich praktizieren? Und das gibt wieder mal so eine, und ihr merkt, das ist so eine Spannung, die wieder mal auftritt und das passiert irgendwo öfters so in der Bibel. Zum einen möchte Gott, dass man aktiv um Sachen betet, aber eben irgendwo haben wir manchmal so die Gottesbilder. Und ich möchte darum so ein paar Gedanken aus dem gesamtbiblischen Kontext weitergeben, weil das ist, glaube ich, immer einzeln betrachtet, die Sachen sind manchmal schwierig, darum muss man es immer auch wieder mal im Kontext von der ganzen Bibel anschauen. Und dort zeichnet die Bibel ein Bild, das ein bisschen anders ist. Wo es definitiv nicht darum geht, dass man nur so alibimässig betet und unsere Anliegen zu Gott bringt. Erster Punkt ist, Gott möchte mit dir und mit mir zusammen arbeiten. Wir finden in der Bibel das Bild von einem Gott, der mit Menschen zusammen in dieser Welt aktiv am Werk ist. Er hat uns Menschen geschaffen und er hat uns einen Auftrag gegeben. Nämlich mitzugestalten. Das siehst du im ersten Buch Mose, in den ersten zwei Kapiteln, wo er sagt, hey, herrschen über die Welt, nehmt sie in Besitz, macht etwas draus. Ihr seid ein Stück weit Verwalter von dieser Welt und die Idee ist, dass wir das in Beziehung mit Gott machen würden. Gott hat aber den Menschen auch als ein freies Wesen geschaffen, mit einem freien Willen. Und aus dem Muster sind leider dann auch all die Probleme in dieser ganzen Welt entstanden. Und ein Ausdruck von dem ist, weil die Menschen leider frei sind, haben sie leider auch die Möglichkeit, dass sie sich gegen Gott können entscheiden können. Und sie haben von Anfang an die Freiheit genutzt und nicht nur im Sinn von Gott gehandelt. Und darum ist so viel Schlechtes und so viel Böses und so viel Sünde in die Welt hineingekommen. Und doch hat Gott an dem Plan nichts geändert. Gott hat sich immer wieder entschieden, mit dir und mit mir zusammen das Reich Gottes auf die Erde zu bringen und die Welt wieder schlussendlich so herstellen, wie es ursprünglich gedacht war. Und wir sollen, so wie das eben gemeint ist, wir als Christen sollen als freie Wesen mithelfen, damit Sinnwillen auf dieser Erde kann passieren, so wie im Himmel. Und das wäre die Idee. Und ich hoffe, dass die Grundlage, dass wir die irgendwo haben, weil die müssen wir irgendwo haben, wir müssen wissen, dass Gott mit uns zusammen aktiv am Werk ist. Und der zweite Punkt, wir sehen, ist, Gott nimmt deine Gebet ernst. Wir sind eben Mitarbeiter und nicht einfach nur Marionetten und auch nicht einfach nur Sklaven in seinem Dienst. Und was sich auch in der Bibel immer wieder zeigt, erstaunlicherweise nimmt Gott Gebet ernst. Er lässt auf sie. Wir haben zum Beispiel ein gutes Beispiel mit dem Mose. Das ist nach dem Auszug aus Ägypten, wo sich das Volk wieder einmal von Gott abgewendet hat und ein goldiges Kalb angebetet hat. Und da hat es nachher eine Konversation gegeben, wo Gott mit dem Mose geführt hat oder eben der Mose dann mit Gott und wo Gott an Mose sagt, versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Also Gott sagt, hey, look, jetzt ist es spät, jetzt muss Konsequenzen haben. Ich mach aus dir ein Volk, Mose. Doch Mose flehte, Herr, mein Gott, du hast ein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du es jetzt im Zorn vernichten? Und dann ist er hartnäckig geblieben, hat noch ein, zwei Argumente angeführt, warum er jetzt das keine gute Idee findet. Und dann lesen wir im Vers 14, da lenkte der Herr ein und ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Also Mose bittet Gott darum, etwas, was sich Gott eigentlich schon fest vorgenommen hat, wo er sogar Mose sagt,
bitte mich gar nicht erst darum, versuche nicht, mich umzustimmen. Er tut das auf die Seite, er lenkt ein. In anderen Übersetzung heisst es, hat ihn gereut und hat seine Meinung geändert. Und hat es nicht gemacht. Und es gibt weitere so Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel, wo der Abraham mit Gott über Sodom und Gomorra verhandelt und sagt, hey, wenn es doch 50 hat, vielleicht 40. Ja, und was ist denn, wenn es nur am Schluss, ist er, glaube ich, bei einem drinnen gewesen. Oder wo Gott am Volk nachgegeben hat, wo sie einen König haben wollen. Und dann nachher Samuel sagt, also gut, schau, dann macht halt einen König. Ich glaube aber, es kommt nicht gut raus. Oder die vielen Bitten, die man lesen in den Psalmen, wo man merkt, die Psalmschreiber sind überzeugt gewesen, dass der Gott ihre Anliegen hört und handelt. Und auch Jesus hat zum Beispiel im Garten Gethsemane darum gebetet, dass der Kelch an ihm vorüber gehen möge. Auch wenn es dann nicht so gekommen ist. Gott nimmt deine Gebete ernst. Und es kann sein, dass er aufgrund von deinem Gebet etwas macht, was vielleicht vorher nicht geplant war. Was vielleicht vorher nicht schon von vornherein festgestanden ist, dass er es macht. Darum unterschätzt die Kraft nicht von deinem Gebet. Der dritte Punkt ist, das Gebet ist Gottes Einladung an dich zum Mitgestalten. Und ich glaube, wir müssen in dem Sinne wirklich nochmal die Schönheit von dem sehen. Wie krass das eigentlich ist. Gott gibt dir und mir die Möglichkeit, den Lauf der Geschichte mitzuprägen. Das meine ich wirklich so. Nicht einfach aus eigener Kraft, nicht mit ein bisschen Positive Thinking oder so, sondern indem wir beten, indem wir uns an ihn wenden. Und er betont das mehrfach, nicht nur in der Stelle, wo wir es heute davon haben. Indem er ihn bittet, einzugreifen und sich an einer Situation anzunehmen. Er hört auf das. Und darum ist das Gebet mehr als einfach nur Beziehungspflege. Es ist auch das bewusste Einnehmen von einer Rolle, die uns Gott zugewiesen hat, als Mitarbeiter, in seinem Reich, in seiner Mission, die Welt wiederherzustellen zu dem, was sie war. Der bekannte Schweizer Theologe, Karl Barth, gibt übrigens ein paar ganz gute Schweizer Theologen, hat das so kurz und prägnant, irgendwie mega cool zusammenfassen. Die Hände zum Gebet falten ist der Anfang eines Aufstandes gegen die Unordnung der Welt. Dem Moment, wo wir uns an den Gott wenden, ist es der Anfang von so einem Aufstand, ist es der Anfang von einer Auflehnung gegen den Zustand dieser Welt, gegen die Sachen, die falsch sind in dieser Welt. Und der erste Schritt für uns ist, deine Verantwortung wahrzunehmen und ins Gebet zu gehen. Dein Anteil, der erste Anteil, den wir daran haben, ist, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und die Anliegen bei Gott platzieren. Das ist das Bittgebet oder das Fürbittgebet, wenn wir eben auch für andere einstehen für eine bestimmte Sache. Und ja, wir wissen oft mega voll nicht, ob jetzt das unser Gebet war oder nicht. Manchmal wissen wir es im Nachhinein, manchmal werden wir es auch nie erfahren. Aber Jesus sagt es da deutsch und deutlich und mega klar, bittet. Er sagt es dreimal das Gleiche, einfach auf andere Art und Weise. Bittet, bittet, bittet. Und zwar mit an Unverschämtheit grenzender Hartnäckigkeit. Warum betont das Jesus so klar, so fest? Weil eigentlich ist ja noch so gern, oder? Aber ich glaube, vielleicht kann es sein, dass wir uns so oft nicht trauen oder nicht traut haben, um mal so tatsächlich und ernsthaft und hartnäckig um etwas zu beten. Ich weiß nicht, wie oft bringst du deine Anliegen wirklich vor Gott und nicht einfach nur so einmal ganz kurz und wenn dann nichts passiert, dann ist es halt nicht gewesen. Wie oft nimmst du das Gebet in Anspruch, wo wir da im Gottesdienst haben? Zum Beispiel für deine Krankheit, für deine innere Not oder für andere Sachen, die du schon lange mit dir umtreibst. Es ist eine Möglichkeit, die wir haben. Wie oft geben wir einfach zu schnell auf? Nach einmal, zweimal und dann machen wir nicht mehr weiter. Manchmal, wenn ich von jemandem höre, der ein körperliches Leiden hat, frage ich, hast du schon mal im Gottesdienst für dich beten lassen? Und oft ist die Antwort, ja, einmal oder nein, eigentlich noch nie, ja, stimmt, könnte ich eigentlich mal noch machen, aber eigentlich noch nie, dass jemand gesagt hat, ja, ich bin schon x-mal gewesen. Ich bin schon fast jeden Sonntag
gewesen. Und ich weiß, es gibt gute Gründe oder verschiedene Gründe, warum wir manchmal wenig hartnäckig sind. Oder manchmal sind wir auch nicht so sicher, ja, kann ich jetzt mit dem Anliegen wirklich zu Gott gehen? Ist das nicht vieles zu kleines Problem für ihn oder nicht? Manchmal ist die Angst vor der Enttäuschung, was, wenn es wieder nicht passiert. Oder manchmal haben wir das Gefühl, ja, ich weiß ja gar nicht, ob jetzt das wirklich Gottes Wille ist und es muss doch wirklich ein Gottes Wille sein. Und dann beten wir manchmal auch so sehr zaghaft und verhalten so, oder bitte Gott, wenn es dir jetzt nicht gerade zu viel Umstände macht und du es nicht sowieso und du es eh schon eigentlich vorgehabt hast, dann wäre es doch jetzt schön, wenn es du würdest machen. Oder wir haben manchmal das Gefühl, es interessiert Gott nicht. Und irgendwie setzt Jesus da dem etwas entgegen und sagt, hey, bet mit an Unverschämtheit grenzender Hartnäckigkeit. Lass nicht los. Gang immer wieder zunehmen und du darfst es ehrlich und deutsch und deutlich, so wie der mühsame Nachbar, sagen. Und er sagt, der Punkt am Schluss mit dem Vater, oder ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um einen Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und vielleicht ist es nicht ein Zufall, dass Jesus am Schluss von dem Abschnitt nochmal mit dem Beispiel daran erinnert, in welcher Haltung, dass wir zu Gott gehen sollen. Er nimmt nochmal bewusst Bezug darauf, dass wir zu Gott als einen guten Vater gehen können. Es ist wie so der rote Faden, der sich durch den ganzen Abschnitt, wo Jesus über das Gebet lehrt, durchzieht. Es fängt an bei Vater unser und endet dann, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel. Und manchmal vergessen wir vielleicht ein bisschen, dass es Gott vielleicht als einen guten Vater nicht einfach nur darum geht, dass wir als seine Kinder ihm möglichst Freude machen und uns möglichst gut benehmen, sondern dass es ihm als Vater vielleicht auch Freude macht, uns eine Freude machen, dir eine Freude machen, es mit dir gut zu meinen. Selbst wir, oder trotz all unserer Unvollkommenheit, wir sind das Beste für unsere Kinder. Wie viel mehr denn der himmlische Vater? Wie viel mehr denn Gott? Und das heisst auch, eben auch, dass er uns genügend liebt, dass er uns vielleicht nicht jeden Wunsch erfüllt. So wie Eltern ihren Kindern auch nicht unbedingt jeden beliebigen Wunsch erfüllen, weil sie vielleicht wissen, dass etwas nicht gut ist. Aber ich nehme an, all die Kinder haben, die haben wahrscheinlich auch schon x-mal nachgegeben. Weil euer Kind einfach immer wieder und immer wieder gesagt hat, Mama, ich will das, Papa, ich will das, kann ich das nicht haben, bitte, bitte. Und genau so ist es vielleicht mit Gott. Und ich glaube, es ist auch gut, oder, dass Gott uns nicht jeden Wunsch erfüllt, weil ich glaube, das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was er machen könnte, wenn er einfach jeden einzelnen von unseren Wünschen würde erfüllen. Ich weiß nicht, wer kennt Bruce Almighty, den Film, schon mal gesehen. Da darf so ein Typ mal für eine Zeit lang Gott sein und er macht sich einfach mit dem Gebet und sagt einfach immer ja, 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 ja. Und schlussendlich bricht das Chaos aus. Aber es ist manchmal auch schwierig, oder, wenn Gott nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Und ich möchte am Schluss nochmal ein bisschen darauf eingehen, warum nicht alle von unseren Gebeten erfüllt werden. Aber an dieser Stelle einfach nochmal, hey, was für ein Privileg ist es, dass Gott uns nicht einfach nur mehr erlaubt, sogar mit unseren Sachen zu ihm zu gehen, sondern uns sogar auffordert, ihn zu bitten, mit Nachdruck und sagt, bleib hartnäckig, komm immer wieder, lass dich nicht entmutigen. Und manchmal kostet es Stolz, manchmal ist es nicht einfach, manchmal kommt man sich vielleicht auch ein bisschen doof vor. Aber wir sind eingeladen, du bist eingeladen oder eben vielleicht sogar aufgerufen mit dem Bewusstsein, dass durch dein Gebet ein Stück weit der Lauf der Geschichte verändert werden kann, zu Gott gehen. Dass deine Bitte ihn bewegen kann, dir etwas zu geben, wo du dir erbittest. Und die Storys hören wir manchmal zu wenig und darum haben wir heute ein Interview mit jemandem, wo das auf geniale, aber auch schwierige Art und Weise erlebt hat. Und darum bitte ich dich, Astrid, jetzt gerade da mit auf die Bühne. Mega cool, dass du kommst. Schau, dort ist das Mikrofon.
Kannst du noch ein bisschen näher. Genau. Danke, Astrid. Du hast mir das vor kurzem erzählt und dann haben wir da jetzt relativ spontan das heute gesagt, hey, das passt eigentlich so mega. Ihr habt vor nicht allzu langer Zeit eine mega herausfordernde Situation gehabt, wo lange irgendwie auch nichts passiert ist, obwohl ihr viel betet habt. Kannst du uns ein bisschen mehr von erzählen, was die Situation war? Mhm. Am Anfang von diesem Jahr haben wir immer wieder gemerkt... Am Anfang von diesem Jahr haben wir immer mehr gemerkt, dass eine Tochter von uns in der Schule sprichwörtlich zwischen Stiel und Bank fällt. Wir haben uns sehr für sie eingesetzt und versucht, die Situation zu ändern. Aber wir sind wirklich sehr gerüttelt und geschüttelt worden und das hat alles von unseren Kräften abverlangt. Am Anfang von dieser Zeit habe ich einen Vers aus dem Psalm 109 bekommen, der Vers 28, wo es heisst, «Mögen sie mich auch verwünschen, du wirst mich segnen. Sollen sie doch angreifen, sie werden dabei scheitern. Zuletzt werde ich dein Diener mich freuen.» Ich habe mich an dem festgehalten und nicht losgelassen, auch wenn es immer noch tougher geworden ist. In diesen Wochen und Monaten habe ich immer wieder Bibelverse mit ähnlichen Zusagen bekommen und auch ein Bild von einer Freundin, die in die gleiche Richtung gegangen ist. Ja, sogar ein Brief vom Himmel ist mir zugeworfen worden von meiner Tochter, von der einen, mit einem Bibelvers drauf. Und an das habe ich mich einfach geklammert in dieser Zeit. Jetzt hast du mir auch erzählt, du hattest zwar die Zusage gehabt, aber eigentlich ist es immer nur noch schlimmer geworden. Und wie ist es so mit Gott in dem Ganzen gegangen? Es ist noch speziell, ich habe auch wieder Bibelvers bekommen. Ein Vers beschreibt es absolut treffend, wie es mir dann gegangen ist. Und zwar im Psalm 40, der Vers 3 heisst: Ich war in eine verzweifelte Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in der Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Und ich habe immer gesagt, ja, wir stecken voll in diesem Dreck hin. Mhm. Und es geht uns wirklich nicht gut in dem. Und dann hat es ein Gespräch gehabt mit allen Hauptpersonen, von allen Zuständigkeiten. Und ich habe gedacht, ja, jetzt kommt der feste Boden, jetzt können wir Hilfe über. Und dann ist es noch schlimmer geworden. Ich habe mich noch viel mehr in diesem Dreck gefühlt. Und die Situation ist noch viel auswegsloser geworden für unsere Tochter und auch für uns. Und es wie war das mit Gott in dem Moment? Also, weißt, mit Gott? Also, ja. Okay, die haben zwar die Zusagen, aber eigentlich wird es immer nur noch schlimmer. Mhm. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich nicht zufrieden bin. Ja. Mit dem, wie du vorhin gesagt hast, ich bin wirklich ein mega Stürmi geworden und habe gesagt, hey, ich habe noch keinen festen Boden und es ist im Fall wirklich eine Grube, die einfach nur stinkt. Mhm. Und ja, ich habe ihm wirklich einfach gesagt, wie sie mir innen aussieht, weil es hat wirklich alles abverlangt. Und es ist dann so weit gekommen, dass für uns klar geworden ist, dass eigentlich die einzige Möglichkeit in unseren Augen die ist, dass sie die Schule wird wechseln. Wenn man nicht weiß, dass sie an dem kaputt geht. Und also in eine Privatschule. Genau, in eine Privatschule. Und dass für sie einfach so noch möglich wird, eine gute schulische Laufbahn können zu machen. Und dann ist der nächste Berg gekommen, nämlich die Finanzen. No, nein. Und weil sie nicht unsere liebliche Tochter ist, haben wir das nicht frei können entscheiden. Und sie haben gesagt, nein, die dürfen die Schule nicht zahlen. Also ihr könnt ihr die Schule nicht dürfen? Nein, wir haben sie nicht dürfen zahlen. Was sie hat gesagt ist, dass wir ein Fundraising machen können. Mhm. Und das ist ja jetzt nicht gerade nur ein paar hundert Franken. Nein, und dort sind wir wirklich ans Ende von unseren Möglichkeiten gekommen. Und Gott hat aber nachher gewaltig davon eingreifen. Wir haben eine Nachricht verschickt und Gott hat innerhalb von Stunden einfach den Himmel für uns geöffnet und hat wirklich ganz viele Menschen geschickt, die uns einfach bereit sind, um die Finanzen zu übernehmen für die Schule. Ja. Und es ist jetzt einfach seit dem Sommer so, dass sie dort gehen darf und sie bleibt auf. Und es ist einfach für uns ein riesengroßes Staunen und ein mega Privileg, das zu erleben, wie Gott über unser Bitten und über unsere Möglichkeiten noch viel wunderbarer einfach eingegriffen hat und sich erbarmt hat, obwohl wir einfach nur gestürmt haben. Obwohl es lang gegangen ist und lange nicht so ausgesehen hat. Genau. Und ja,
es hat einfach voll zu den Versen gepasst, die ich bekommen habe, wo ich in dieser Zeit einfach gewusst habe, es ist jetzt noch nicht so. Mhm. Und er hat es aber erfüllt. Also er hat wirklich dort, wo es heisst, im Psalm 40, wo ich vorher gesagt habe, hat er wirklich gesagt, er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, ein Lied, das ihn lobt und das ganz viel, das einfach dürfen hören. Und darum bin ich heute oben, morgen oben. Wow, hey, danke vielmals fürs Teilen. Mega cool, können wir mir geben. Was ist dann? Applaus oder Gott an dieser Stelle. Wie begeisternd. Und hey, bitte nimm das als Ermutigung, gerade vielleicht auch, wenn du in einer Situation bist, wo du es noch nicht erlebt hast, wo noch nichts passiert ist. Was mich mega begeistert an diesem Thema, und ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch wie noch mal ein bisschen neu für mich entdeckt, weil ich bin sonst wirklich auch nicht der gewesen, wo Gott dauernd in den Ohren gelegen ist mit meinen Anliegen. Und mich hat es noch mal mega motiviert, jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Predigt, einfach, dass ich ein Mitarbeiter und Mitgestalter bin in dieser Welt, in Gottes Königsherrschaft und dass ich einen Teil dazu beitragen kann. Wirklich einen Teil, nicht einfach nur mehr so, ich spiele jetzt meine Rolle, die Gott mir zugewiesen hat, sondern damit Gottes Reich sich ausbreiten kann, indem ich bete. Und dass mein Gebet Gott nicht kalt lässt. Und dass es Gott ernst nimmt, wenn du dich wie ein Kind an ihn wendest, wenn du Ungerechtigkeit vielleicht dir gegenüber, aber vielleicht auch anderen Menschen gegenüber vor ihn bringst und ihn daran erinnerst und ihm das vorhebst und sagst, hey, das ist nicht in Ordnung, wenn sich irgendwo auf dieser Welt das Böse austobt oder wenn Menschen Not leiden, wenn wir dann zu ihm gehen. Und ein weiterer Theologe, der Walter Wink, hat das, finde ich, auf so eine mega poetische Art und Weise irgendwie ein bisschen ausgedrückt und ich lese euch das auch vor, ich glaube, ich habe es auch auf dem Slide. Das fürbittende Gebet ist ein geistlicher Widerstand gegen alles, was dem entgegensteht, was Gott verheißen hat. Die Fürbitte visualisiert eine alternative Zukunft zu der, die durch die Eigendynamik der gegenwärtigen Kräfte scheinbar vorbestimmt ist. Also, wenn man so betet, dann malen wir ein Bild und sehen etwas, das noch nicht Realität ist, aber wo kann Realität werden durch Gott, wo vielleicht so aussieht, als wäre es in der jetzigen Situation unrealistisch. Das Gebet bringt die Luft einer zukünftigen Zeit in die erstickende Atmosphäre der Gegenwart ein. Ein neuer Hauch, ein neuer frischer Windzug in einer Situation, die vielleicht ausweglos erscheint. Die Geschichte gehört den Fürsprechern, die an die Zukunft glauben. Diese Gestalter der Zukunft sind die Fürsprecher, die aus der Zukunft die ersehnte neue Gegenwart herbeirufen. Es ist mega poetisch und schön ausgedrückt, oder? Und im alltäglichen Leben fühlt es sich manchmal ganz anders an. Ist vielleicht schwierig. Aber lassen wir das nochmal schnell auf uns wirken. Es hat mich begeistert und gleichzeitig musste doch auch immer an Leute denken, wo vielleicht Situationen sind, wo sie das nicht erlebt haben. Oder wo aktuell das vielleicht noch nicht erlebt, aber eben vielleicht wirklich auch schon Situationen erlebt haben, wo ihr Gebet, egal wie ernsthaft und egal wie viel sie es vor Gott gebracht haben, nicht erhöht worden ist. Und ich möchte zum Schluss noch so ein bisschen auf diese Thematik eingehen. Weil es ist manchmal für uns mega schwierig zu verstehen, warum Gott gewisse Gebete erhört und manche nicht. Und ja, er ruft uns mega auf, aber wir können keine Garantie über, um das zu machen. Und es gibt manchmal Situationen, oder, wo es für uns einfach ist, zu verstehen. Zum Beispiel, wenn wir um einen Lotto gewinnen oder Melon oder sonst irgend so etwas bettet haben, dann ist das nicht so schwierig, um damit umzugehen, wenn es nicht passiert. Aber es gibt Situationen, wo es nicht so einfach ist, warum Gott in dieser Situation nicht handelt. Wenn ein Kinderwunsch nicht erfüllt wird, wenn jemand krank wird, wenn jemand jung stirbt, wenn man für Frieden und Versöhnung betet und irgendwie passiert es einfach nicht und Menschen Not leiden und können es nicht verstehen. Und darum ein paar Gedanken dazu, warum Gott manchmal unsere Bitte nicht erhört. Und mir ist mega wichtig, da zu sagen, das ist nicht eine abschliessende Liste und das wird
in vielen Situationen wird das auch nicht eine Antwort geben, eine Erklärung. Aber ich glaube, es ist doch auch wichtig, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, was sind denn vielleicht manchmal auch einfach ganz einfache, simple Gründe, warum Gott manche Gebete hört, andere nicht. Und im Endeffekt geht es um Beziehung. Aber vielleicht das dann am Schluss. Also ein Grund manchmal ist ganz schlicht und einfach, wenn es dumme, rein egoistische Bitten sind, oder wo es einfach zu einfach ist. Nicht, dass man das nicht dürfte und kann auch sein, dass es Gott mal erfüllt, aber wenn ein Kind darum bettet, dass man ihm einen Tesla schenkt, dann machst du das hoffentlich nicht und sagst ihm, es soll arbeiten dafür und einen guten Job lernen und Geld verdienen. Und manchmal gibt es auch einfach, dass ich gehe relativ schnell durch die Liste durch, dass zum Beispiel die Gebete anderen Gebeten widersprechen. Ich meine, das klassische Beispiel ist, dass eine Braut an ihrem Hochzeitstag für schönes Wetter bittet und der Bauer vielleicht am gleichen Tag um Regen bittet, weil es schon lange nicht mehr geregnet hat. Und wer soll Gott jetzt, wem sein Gebet soll er jetzt hören? Muss er jetzt überlegen, wer habe ich lieber, was ist jetzt wichtiger? Und manchmal widersprechen unsere Gebete auch einfach den Gesetzen der Natur, wo Gott irgendwo auch eingerichtet hat, wo er gut findet, wo dieser Welt Stabilität gibt, wo unsere Realität irgendwo auch bildet. Und anscheinend entscheidet sich Gott nicht wegen jedem bisschen dafür, die Gesetze der Natur außer Kraft zu setzen. Er hat es auch schon gemacht, aber es sind seltene Momente. Es sind Wunder, und Wunder sind per Definition etwas, was sehr selten passiert. Und dort auch nochmal das Beispiel vom Wetter. Ja, Jesus könnte schon jetzt plötzlich Wolken anzaubern oder alle wegschieben, aber vielleicht hat das ja auch Auswirkungen auf den Rest der Welt. Und weil er sie so geschaffen hat. Und das sind manchmal Gründe, warum Jesus vielleicht da auch nichts macht. Denn ein häufiger Grund sind falsche Gottesbilder. Oder falsche Bilder davon, wie das Leben mit Gott sein müsste. Oft dreht sich unser Gebet darum, dass Gott uns vor Schwierigkeiten in unserem Leben verschont oder erlöst. Aber Gott hat uns nie versprochen, dass er uns vor allem Leid verschont und das Leben mit ihm nur gut ist. Aber was er versprochen hat, und mehr als nur einmal, ist, dass er selbst im schlimmsten Leid bei uns ist und uns nicht allein lässt. Und manchmal fordert so unerhörte Gebet uns auch nochmal raus, unser Gottesbild zu prüfen. Weil wenn unsere Vorstellung davon ist, oder, dass Gott einfach dafür sorgt, dass uns nur Gutes passiert und uns nichts Schlimmes mehr passieren kann, dann ist das vielleicht das Gottesbild, das man in gewissen christlichen Kreisen findet, aber meiner Ansicht nach nicht in der Bibel. Die Bibel zeigt ein anderes Bild. Dass auch Zerbrochenheit dazugehört. Und dass Gott die Zerbrochenheit nicht immer einfach verschwinden lässt. Manchmal allein, der Paulus schreibt noch einmal, ich habe eine Sache in meinem Leben, die ihn wie einen Stachel plagt, und er hat dreimal darum gebetet und Gott hat es nicht weggenommen. Und manchmal lässt Gott diese Sachen, weil er möchte mit uns zusammen an Sachen arbeiten oder durch Sachen durchgehen, weil es für unseren Charakter schlussendlich vielleicht da ist. Es hat nicht immer einen Sinn, das kann man, ich glaube, das wäre auch zu viel gesagt. Denn ein Grund ist manchmal der freie Wille. Gott hat dir und mir und anderen Menschen eben auch einen freien Wille gegeben. Und Gott hat sich entschieden, dass er den freien Wille von anderen Menschen nicht immer einfach überschreibt, nur weil du ihn gerade darum bittest. Und weil das nicht seine Mittel sind, weil das nicht seine Art und Weise ist, wie er mit uns Menschen umgeht. Und manchmal betet mir für Sachen, für andere Menschen, wo Gott, um das zu erfüllen, müsste denen ihren Willen überschreiben und verändern. Und das ist das, was er nicht oder nur äußerst selten macht. Er hat andere Mittel und Wege, wie er auf Menschen einwirken kann, wie er Einfluss nehmen kann. Aber er wird wohl kaum jemandem seinen freien Willen einfach verändern. Denn manchmal vergessen wir, dass es auch andere geistliche Mächte gibt, die Absichten haben, die bewusst Chaos, Zerstörung, Not, Elend in dieser Welt streuen und dass sie ein Teil davon sind. Und dass ein geistlicher Kampf stattfindet. Und zum Beispiel beim Daniel hat es eine Stelle, wo er 3 Wochen lang gebetet hat und dann irgendwann so ein Engel gekommen ist und gesagt hat, hey, sorry, ich bin aufgehalten worden durch einen anderen, wo anscheinend auch das irgendwo eine Realität ist. Manchmal ist Sünde etwas, wo zwischen uns und Gott steht. Und nicht, dass Gott sagt, hey, wenn da Sünde in deinem Leben ist, dann gehöre ich dich nicht und dann ist es mir egal. Aber vielleicht sagt er auch, hey, weißt du was, vielleicht ist es das erste Mal dran,
mit dem Thema, an dem Thema zu arbeiten, dort diese Sache anzunehmen, weil er uns dazu möchte bewegen, dass wir die Sache ernst nehmen. Und manchmal ist es fehlende Glauben oder einfach der Durchhaltewille. Manchmal beten wir nur so alibimässig, ohne dass wir überhaupt nur im Entferntesten irgendwo ein bisschen Glauben dafür haben, dass Gott es ernst nehmen könnte. Oder dann beten wir einfach einmal und sagen, ja, jetzt hat er es ja gehört und einmal müsst ihr lange. Ja, könnte man manchmal, jetzt rein aus menschlicher Logik vielleicht ja, aber Gott sagt uns in der Bibel etwas anderes. Und die Bibel fordert uns mehr als einmal auf, voller Glauben und mit viel Hartnäckigkeit dran zu bleiben, immer wieder zu gehen. Und ich glaube, im Endeffekt geht es auch um Beziehung. Ich glaube, was Gott mehr möchte als alles andere, ist, dass wir unseren Schwierigkeiten und schwierigen Situationen in der Beziehung mit ihm bleiben. Unabhängig davon, ob er es erfüllt oder nicht. Und ich glaube, unsere Beziehung mit Gott wird ganz anders aussehen, wenn er uns einfach jedes Gebet wird erhören würde. Wenn jedes einfach gut wäre. Am Schluss hätten wir die gleiche Beziehung zu Gott wie zu einem Selektautomat. Das ist nicht das, was darum geht. Ich weiss, das ist eine nicht abschliessende Liste und auf gewisse Situationen gibt das keine Antwort. Hilft das vielleicht nicht. Aber vielleicht hilft es ein bisschen, das manchmal zu verstehen. Und was ich mir mehr als alles andere wünsche heute Morgen, ist, dich zu ermutigen, mit Glauben und Hartnäckigkeit deine Bitten, deine Anliegen, deine Situationen vor Gott zu bringen. Mehr als einfach nur für dich und dass sich dein Leben verbessern kann, sondern auch im Sinne davon, dass du mit dem deinen Auftrag wahrnimmst, mit Gott zusammen, durchs Gebet, dadurch, dass wir für Sachen einstehen, die Welt zu verändern, die Welt zu gestalten. Du bist Mitarbeiter und Mitgestalter von dieser Welt. Du kannst Reich Gottes in dieser Welt freisetzen. Vielleicht kann sich wegen deinem Gebet etwas in dieser Welt verändern. Wir sehen es in der Bibel immer wieder, wie Gott auf die Gebete lässt und wie er manchmal das annimmt und etwas macht, was vielleicht vorher nicht passiert wäre, wenn wir nicht gebetet hätten. Und ich möchte dir zurufen, schau den Gott wirklich als einen Vater an, wo du ungeniert darfst stürmen. Und wo der Wenn dann schon sagt, wenn es fertig ist. Hey, und wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, dann vielleicht in einer Krise, vielleicht das erlebt hast, dass Gott eben nicht auf dein Gebet eingegangen ist, dann bist ehrlich mit Gott. Klag ihm dein Leid. Sag ihm, dass du es nicht gerecht findest. Auch das gehört zu einer Beziehung, zu einem Vater dazu. Und wir haben die Serie gehabt, Klagelieder, vielleicht kann dir die helfen, so einen Rahmen zu finden, wie wir das dürfen. Es gehört dazu. Auch wenn es nicht einfach ist. Hey, bring deine Anliegen. Bis hartnäckig. Gib nicht auf. Bleib dran. Bitt und es wird geben. Und Jesus, manchmal kostet es uns wirklich Überwindung. Manchmal überwiegt irgendwo die Enttäuschung. Und doch ist es eigentlich so eine geniale Sache. Und ist es ein Teil unserer Aufgabe in dieser Welt, das wahrzunehmen, dass wir Mitgestalter sind von der Zukunft, Mitgestalter sind von deinem Reich. Und hat unser Gebet wirklich einen Einfluss. Und Jesus, ich möchte Glauben wecken heute Morgen, dass du kannst eingreifen kannst, dass du kannst handeln, so wie du das bei der Astrid und ihrer Familie getan hast. Ich möchte Ermutigung aussprechen, zum Dranbleiben, zum nicht aufgehen. Und zum ernsthaft die Sachen vorzubringen vor Gott und nicht noch ein, zwei Mal einfach wieder sein lassen. Zum den Glauben haben, dass Gott eingreift in deiner Situation, dass er dein Gebet ernst nimmt und dass nicht einfach dein Gebet nichts zählt und anderen eher schon etwas. Jesus, lass uns eine Kirche sein, lass uns Menschen sein, die glauben und die mutig sind, die unverschämt hartnäckig sind im Beten.